Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn Sie für die weitere Betrachtung einen Untertitel benötigen, dann können Sie das ganz einfach bei YouTube aktivieren. Klicken Sie einfach als erstes auf das Untertitelsymbol rechts unten in der Wiedergabeleiste und über das Zahnrad Punkt Nummer 2 können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Viel Spaß mit diesem Video! Herzlich willkommen zu diesem Video rund um das Thema virtuelle Selbsthilfe, wie Sie auch in Krisenzeiten mit Ihren Mitgliedern, mit Ihrer Selbsthilfegruppe, mit Ihren Kollegen und Ehrenamtlichen gerade in diesen Zeiten in Kontakt bleiben und die digitalen Möglichkeiten nutzen, um hier für soziale Nähe im virtuellen Raum zu sorgen. Viel Spaß beim Anschauen! Mein Name ist Lars Kroll von der SoReal GmbH. Ich bin schon seit 10 Jahren in Social Media Netzwerken aktiv, berate gemeinnützige Organisationen und auch Unternehmen aus der Wirtschaft. Und unsere Vision ist es, Creating Real Digital Relations, was so viel heißt. Wir wollen echte digitale Beziehungen zwischen Menschen aufbauen, um Social Media für die Themen der Gewinnung von Ehrenamtlichen für das Thema Fundraising, für die Markensichtbarkeit oder aber auch für den Vertrieb zu nutzen. Gemeinsam mit der BRG Selbsthilfe ist dieses Video entstanden. Die BRG Selbsthilfe ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen, kurz BRG Selbsthilfe e.V. Sie ist die Dachorganisation von rund 120 bundesweit aktiven Selbsthilfeorganisationen behinderter und chronisch kranker Menschen und ihren Angehörigen. In der BRG Selbsthilfe sind über 1 Million körperlich, geistig, psychisch behinderte und chronisch kranke Menschen organisiert. Selbstbestimmung, Selbstvertretung, Integration, Rehabilitation und Teilhabe behinderter und chronisch kranker Menschen sind die Grundsätze, nach denen die BRG Selbsthilfe für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung behinderter und chronisch kranker Menschen eintritt. Weitere Informationen finden Sie auf www.brg-selbsthilfe.de. Nun wollen wir uns im Detail anschauen, wie ich mich bei Zoom anmelde, einen Administrator-Account einrichten kann, um Online-Webinare organisieren und auch Personen dazu einladen zu können. Und auf der anderen Seite, wie ich als Teilnehmer beitrete, was die Voraussetzungen sind und wie ich insgesamt vorgehe. Dafür öffnen wir einmal die Internetseite zoom.us, ansonsten einfach bei Google nach Zoom, Z-O-O-M, googeln und dann über den entsprechenden Link auf diese Seite gelangen. Sie sehen dann schon in der rechten oberen Ecke den Button kostenlose Registrierung. Wenn Sie gleich schon wissen, naja, der kostenlose Account, damit komme ich nicht weit, der kann sich einfach auch mal unter Pläne und Preise umschauen. Da bekommt man eine gute Übersicht über die Preise, denn im kostenlosen Bereich, da ist eben das Limit 40 Minuten pro Besprechung. Ich kann dann direkt wieder eine neue Besprechung aufmachen, aber ja, es ist nach einer Weile ein bisschen umständlich. Aber zum einmal ausprobieren und testen und wenn ich weiß, 40 Minuten reichen mir aus, dann ist diese kostenlose Variante perfekt. Ansonsten, wenn ich schon weiß, ich will regelmäßig Webinare anbieten, regelmäßig Online-Treffen anbieten und auch ein bisschen mehr Optionen haben, das heißt Personen einfach auch vielleicht ausschließen, andere Personen einschließen, vielleicht auch mehrere Teilnehmer organisieren und auch bereits Events vorplanen, dann ist vielleicht auch die kostenpflichtige Variante interessant. Die kostet 14 Euro im Monat. Wenn man jährlich bezahlt, dann gibt es auch einen Rabatt. Wir wollen uns aber direkt anschauen, die kostenlose Variante. Entweder kann ich mich hier kostenlos anmelden oder wie erwähnt, kostenlose Registrierung. Dem, wenn Sie eins der Buttons anklicken, dann öffnet sich erstmal ein Fenster, in dem es das eigene Geburtsdatum zu verifizieren gilt. Da tragen Sie dann einmal Ihr Geburtsdatum ein und können dann fortfahren klicken und dann wird als nächstes Ihre E-Mail-Adresse verlangt. Hier geben Sie Ihre private Adresse rein oder wenn Sie
für ein Unternehmen, ein Verband, eine Selbsthilfeorganisation einen Account einrichten wollen, dann eben die entsprechende. Ja, Sie lesen natürlich die Datenschutzrichtlinien und die AGBs und registrieren sich dann mit entsprechendem Konto. Sie erhalten dann noch eine Bestätigungs-E-Mail und wenn Sie diese dann per Mail bestätigt haben, kann es auch direkt losgehen. In diesem Formular hier können Sie noch auswählen, ob Sie zukünftig Newsletter von Zoom erhalten möchten oder aber nicht. So, nur noch wenige Klicks. Wenn Sie die E-Mail erhalten haben von Zoom, klicken Sie auf Konto aktivieren und Sie landen auf der nachfolgenden Seite. Die Überschrift ist zwar irgendwie auf Englisch und bedeutet so viel, melden Sie sich aufgrund einer Schule oder in Verbindung mit einem Schulkonto an. In dem Fall bei mir ist es ein klares Nein, bei Ihnen voraussichtlich auch. Mit einem Klick auf Fortfahren geht es dann auch schon weiter und direkt auf die nächste Ebene. Sie landen dann auf der nächsten Maske, wo es darum geht, Ihren Namen einzugeben und ein Passwort für den Account zu vergeben. Hier geben Sie einmal Ihren Vornamen, Nachnamen ein und dann ein sicheres Passwort. Das sollte mindestens 8 Zeichen haben und ein Buchstaben, eine Zahl, Groß-Kleinschreibung etc. Verwenden Sie also hier kein Passwort mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wie es in den Vorschlägen auch schon oder in den Beispielen auch schon genannt wird, sondern vergeben Sie hier ein sicheres Passwort. Am besten, Sie notieren sich das und geben es dann zweimal gleich ein. Im nächsten Feld geht es dann über Fortfahren weiter zum Finalen, dann weiter zum nächsten und letzten Schritt. Sie können dann Ihre Kollegen direkt einladen oder Ehrenamtliche etc., mit denen Sie vielleicht direkt ein Webinar starten möchten oder aber die auch Zugriff haben sollen auf die Verwaltungsoberfläche etc. Sie können natürlich jederzeit später, wenn Sie ein Meeting organisieren, ein Webinar organisieren, direkt weitere Personen hinzufügen. Sollten Sie davon Gebrauch machen, tragen Sie einfach die E-Mail-Adressen Ihrer Kollegen, Kolleginnen und oder Ehrenamtlichen oder Mitglieder ein. Setzen Sie einen Haken, ich bin kein Roboter und laden Sie diese Person ein. Wenn Sie dies nicht möchten, dann überspringen Sie diesen Schritt. Und damit geht es auch direkt los, beziehungsweise kann es direkt losgehen, denn Sie können direkt mit Ihrem Meeting-URL ein Meeting starten und das an beliebig Leute verschicken. In meinem Fall will ich jetzt nicht direkt ein Meeting starten, sondern ich gehe mit Ihnen zu meinem Konto und zeige Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wir befinden uns nun in den Einstellungen Ihres Zoom-Accounts. Über das Symbol rechts oben können Sie jederzeit in Ihr Profil wechseln und befinden sich dann in den Einstellungen Ihres Profils und zukünftig auch der Webinare. Sie haben nun im ersten Schritt die Möglichkeit, ein Profilbild hochzuladen, entweder für sich selber oder wenn Sie über Bearbeiten, wenn Sie möchten, können Sie auch ein Unternehmen eingeben für Ihr Profil. Ich gebe mal mein Unternehmen ein. Sie können auch weitere Details angeben. Dies ist aber nicht vonnöten. Ich könnte jetzt hier ein Profilbild oder ein Logo hochladen von meinem Unternehmen, meinem Verband etc. Sie sehen dann auch, welche Lizenz Sie hier haben. Wir haben jetzt den kostenlosen, den Basis-Account und Sie können jederzeit auch hier Ihr Profil upgraden, wenn Sie sagen, ich brauche mehr Zeit etc. Die Kapazität ist auch angegeben. Bis zu 100 Leute können an Ihrem 40-minütigen Webinar teilnehmen. Zeitzone, Datumsangaben können Ihr Passwort ändern oder Ihre anderen Accounts von anderen Geräten abmelden. Das heißt, wenn Sie noch mit einem Smartphone angemeldet sind, könnten Sie sich auch hierüber ausloggen, sodass am Handy, falls Sie zum Beispiel das Handy, Smartphone verloren haben, kein anderer auf den Account zugreifen kann. Wir wechseln nun mal in den Bereich Meetings, denn das ist ja der Hauptbereich, den wir uns heute anschauen möchten. Wie gesagt, um den Bereich Webinare auswählen zu können, ist ein anderer Kostenplan bei Zoom nötig. Für jedoch regelmäßige kleine Treffen mit einfachem Funktionsumfang, das ist vollkommen ausreichend und möglich mit dem Bereich Meetings. Sie klicken auf Meetings und Sie können dann eine neue Sitzung
planen. Diesen Bereich klicken wir nun mal an und schauen uns die Einstellungen an. Als erstes vergeben Sie ein Thema. Als erstes geben Sie einen Namen für Ihr Meeting an. Zum Beispiel virtuelles Selbsthilfegruppentreffen. Eine Beschreibung mitgeben, damit die eingeladenen Personen gleich wissen, worum es geht oder vielleicht gleich weitere Informationen bekommen, wenn sie etwas vorbereiten müssen. Nochmal als Beispiel. Sie können dann ein beliebiges Datum auswählen, indem Sie auf den Kalender klicken. Oder Sie können auch jederzeit das ausgewählte Datum verwenden, das nur unweit in der Zukunft liegt und natürlich auch jederzeit direkt eine Veranstaltung starten, ohne diese vorbereiten. Wenn Sie jedoch wissen, immer mittwochs um 12 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe, dann können Sie das auch vorplanen, indem ich hier einfach den Mittwoch auswähle und dann, je nachdem, ob Vormittagszeit, AM, ist leider die englische Bezeichnung, oder am Nachmittag, PM, auswählen. Ab 12 Uhr mittags ist PM. Das heißt, wenn ich hier PM eingebe und 12 Uhr, dann ist es wie im Deutschen 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr PM und ab 0 Uhr 1 ist es dann wieder AM. Ich wähle jetzt mal aus, also Mittwoch, 12 Uhr, das ganze Meeting soll circa eine Stunde gehen. Bitte dran denken, bei dem kostenlosen Plan ist die einzige Einschränkung, dass ich eben nur 40 Minuten Zeit habe. Das heißt, hier könnte ich nichts verändern. In der Pro-Variante, da könnte ich dann auch beliebig eine Dauer bis zu 24 Stunden angeben. Also lassen wir diese eine Stunde. Und wenn ich jetzt schon weiß, das ist ein wiederkehrendes Meeting, das heißt immer mittwochs um 12 Uhr, dann kann ich hier auch den Haken setzen und muss nicht immer mittwochs ein neues Event an. Sie können dann eine Meeting-ID automatisch erzeugen oder eine personelle ID verwenden. Was ist der Unterschied? Wenn Sie ein Meeting starten und im Prinzip nur Personen teilnehmen sollen, die diesen Link haben, dann ist es ratsam, dass ich jedes Mal eine neue Meeting-ID erzeuge. Das heißt, es gibt jedes Mal einen neuen Link zu der Veranstaltung und ich kann zusätzlich ein Passwort vergeben, sodass nur die Leute oder der Personenkreis, der den Link und das Passwort hat, teilnehmen kann. Das erhöht natürlich die Sicherheit und führt dazu, dass nicht ungewünschte Dritte sich zuschalten können. Das wäre auch meine Empfehlung. Also eine Meeting-ID automatisch erzeugen und ein Meeting-Passwort vergeben. Da können Sie beliebig eins ausdenken. Sie sollten sich's merken und natürlich dann auch den potenziellen Teilnehmern mitschicken. Dann kommen wir zu den nächsten weiteren wichtigen Einstellungen. Und zwar können Sie generell einstellen, soll der Moderator beim Eintritt in das Zoom-Meeting die Kamera anhaben oder nicht. Und genauso für Teilnehmer. Meine Empfehlung ist, dass Sie erstmal hier das Video auf aussetzen, sodass Sie nicht gleich beim Gegenüber die Kamera sehen bzw. das Bild und der potenzielle Teilnehmer eben nicht unbedarft und ohne Hinweis direkt sein Bild mit allen teilt. Dann können Sie noch auswählen, darf jemand auch mittels Telefon beitreten oder nur über Computer-Audio. Das heißt, die Personen kommunizieren mit dem Mikrofon am PC, am Laptop, am Smartphone und hören es auch eben über die gegebenen Lautsprecher. Nette Optionen, die ich auch noch habe, ist, dass ich erst beitreten darf als Teilnehmer, wenn der Moderator auch aktiv ist. Ansonsten sollte ich den Warteraum aktivieren. Das wäre auch meine Empfehlung. Dann können Sie in Ruhe das Webinar vorbereiten und dann erst die Teilnehmer zulassen, wenn Ihre Vorbereitung fertig ist. Sie können außerdem auswählen, und das wäre auch meine Empfehlung, dass die Teilnehmer beim Beitritt erstmal stumm geschalten sind. Das heißt, sie kommen erstmal ohne Video, das haben wir hier oben eingestellt, und ohne Audio in das Webinar. Dann könnten Sie die ganze Veranstaltung, das ganze Meeting auch noch automatisch aufzeichnen. Das würde ich fallabhängig machen, das heißt nicht direkt aktivieren. Das sind in meinen Augen die wichtigsten Einstellungen. Und wenn Sie soweit d'accord sind und soweit die Einstellungen optimiert und überprüft haben, dann klicken Sie auf Speichern. Kommen Sie dann zu einem Übersichtsfenster, das Ihnen nochmal Ihr gesamtes Seminar zusammenfasst. Wir haben das Thema, die Beschreibung. Sie können dann das Seminar auch mit einem Klick in Ihrem Kalender speichern oder auch diese Kalendereintragungen speichern oder den Link kopieren und an potenzielle
Teilnehmer verschicken, sodass diese es auch in ihrem Kalender speichern. Über diesen Bereich an URL anschließen, erfahren Sie, hinter welchem Link Ihr Webinar stattfinden wird. Das heißt, diesen Link sollten Sie kopieren und an alle Ihre Teilnehmer schicken, die Sie in dem Webinar begrüßen möchten. Das Ganze gibt es auch noch mit Einladung kopieren. Dort erscheint dann auch eine Zusammenfassung Ihres Meetings. Das heißt, wir haben das Thema, wir haben die Uhrzeit, wir haben den Link zum Beitreten und wenn Sie ein Passwort vergeben haben, dann wird dies hier auch angezeigt. Das heißt, Sie sollten diesen ganzen Text kopieren und an alle potenziellen Teilnehmer verschicken, ob per E-Mail oder WhatsApp etc. Wenn Sie nun diese Anwendung Meeting direkt starten möchten, gehen Sie auf Starten der Sitzung oder aber, wenn das Event noch in der Zukunft liegt, dann gehen Sie eben entsprechend dem Stichtag und Datum und Uhrzeit auf Ihren Zoom-Account, auf Ihre Meetings und dann können Sie zu dieser Zeit das Meeting starten. Nun schauen wir uns an, wie starte ich ein Meeting, wie hole ich Teilnehmer noch dazu und wie kann ich ein Meeting organisieren, strukturieren und auch administrieren. Dafür klicken wir einmal unter dem Bereich bevorstehende Meetings und Meetings in der Auswahl auf unser Meeting, das wir eben angelegt haben und starten direkt hinein. Wenn Sie Zoom das erste Mal starten, werden Sie aufgefordert, ein Tool herunterzuladen und dann sollten Sie kurzerhand dieses heruntergeladene Tool, egal ob für Windows oder Mac, einmal installieren. Klicken Sie hier unten in die Download-Leiste oder wenn Sie in einem anderen Browser unterwegs sind, in Ihren Download-Ordner und installieren Sie die Zoom-App-Anwendung. Zoom.exe müsste der Download heißen. Haben Sie bereits an einem Zoom-Meeting teilgenommen und die Software bereits installiert, brauchen Sie hier keine weitere Software installieren, sondern Sie klicken in dem aufklappenden Hinweisfenster auf Zoom öffnen. Dann wird auch direkt eine Verbindung aufgebaut und Sie erhalten eine Übersicht Ihres Meetings. Ich mache es mal etwas kleiner. Sie erhalten dann zwei Fenster, einmal im Hintergrund ein Optionsfenster und im Vordergrund ist direkt das Webinar live geschalten und Sie können direkt losstarten. Das heißt, wenn Sie über das Fenster fahren, startet und erscheint direkt eine Optionsleiste und Sie können als erstes mal Ihr eigenes Audio aktivieren. Mit einem Klick sollte dann auch schon dieses Symbol animiert sein. Damit funktioniert die Audioeinspeisung. Wenn Sie daneben auf diesen kleinen Pfeil klicken, können Sie ein anderes Mikrofon wählen und Sie können genauso einen anderen Lautsprecher wählen. Schauen Sie, dass alles funktioniert. Sollte dies nicht gehen, wählen Sie einmal die Option Lautsprecher testen oder öffnen Sie die Audioeinstellungen. Das sieht dann so aus und hier sollte bereits das Mikrofon auspegeln. Sie können auch ein anderes Mikrofon auswählen, Sie können die Lautstärke erhöhen, Sie können einmal das Ganze testen, genauso wie mit dem Tonausgabeformular. Überschließen, können Sie den ganzen Bereich wieder verlassen. Ähnlich funktioniert das mit der Kamera. Video starten, startet die Kamera oder über diesen Pfeil nach oben können Sie verschiedene Kameras auswählen und auch die Videoeinstellungen optimieren. Schauen wir uns gleich im Detail an. Die weiteren Buttons über Sicherheit können Sie sagen, dass der Warteraum freigegeben ist. Das heißt, die Teilnehmer warten erstmal in einem extra Bereich und werden dann erst in das Meeting übergeben. Sie können dediziert angeben, welche Erlaubnis sollen die Teilnehmer haben. Wenn Sie nicht möchten, dass Sie Ihren Bildschirm freigeben, entfernen Sie diesen Haken. Wenn die Teilnehmer nicht chatten dürfen oder sich umbenennen dürfen, das heißt den Namen nicht ändern dürfen, entfernen Sie diese Option jeweils. Über den Bereich Teilnehmer können Sie dann sehen, wie viele Teilnehmer sind in Ihrem Meeting oder wie viele Teilnehmer warten auch. Wenn Sie sich erinnern, in den Einstellungen des Webinars haben wir eingestellt, dass die Personen erstmal in einen Warteraum gelangen sollen und Sie können dann beliebig die Personen freischalten. Ich kann jetzt diese Person eintreten lassen oder wenn ich natürlich mehrere habe, muss ich nicht bei jedem eintreten klicken lassen,
sondern ich kann direkt alle Personen auch hinzufügen. Dies geht über den Button Mehr und dort habe ich auch nochmal weitere Optionen. Sollen die Teilnehmer beim Beitreten stumm geschalten werden? Sollen den Teilnehmern erlaubt sein, sich laut zu schalten? Sollen die Teilnehmer sich umbenennen können? Oder will ich, dass das Meeting gesperrt ist, dass also keiner mehr teilnehmen darf? Wenn ich jetzt hier mehrere Teilnehmer hätte, dann würde hier unten noch ein Button erscheinen, alle Teilnehmer zulassen. Ich klicke hier bei dieser Person eintreten lassen. Im nächsten Bereich über den Button Chat kann ich mit den Teilnehmern via Text in Kontakt treten und nochmal nachfragen, können Sie mich alle gut hören? Oder ich kann auch speziell, wenn hier noch mehr in diesem Raum wären, eine Nachricht nur an bestimmte Personen schicken und diese um ein Feedback bitten beispielsweise. Über Bildschirm freigeben funktioniert dies ganz leicht. Klicken Sie auf Bildschirm freigeben und dann können Sie ein beliebiges Fenster auswählen. Entweder den Desktop, dann sieht die Person gegenüber oder die Personen gegenüber alles, was Sie an Ihrem PC machen. Sie können aber auch speziell einzelne Fenster freigeben und egal, was Sie im Hintergrund machen, es bleibt nur dieses Fenster sichtbar. Sie können genauso ein Whiteboard freigeben. Das bedeutet, man kann gemeinsam mit den Teilnehmenden auf ein weißes Blatt Papier schreiben, Ideen sammeln etc. Sie können genauso auch ein Smartphone, in dem Fall leider nur iPhone oder iPad, verbinden über AirPlay oder über ein Kabel und so die Teilnehmer auch mit auf ihr Smartphone nehmen. Über Bildschirm freigeben würde genau das passieren und Sie selbst sehen nur noch die Optionsleiste am oberen Bildschirmrand verortet. Über Freigabe unterbrechen können Sie kurzfristig die Bildschirmfreigabe pausieren oder aber Sie können über Stoppen auch die Bildschirmfreigabe wieder beenden. Dann gelangen Sie wieder in das ganz normale Präsentationsfenster. Sie würden in diesem Bereich die anderen Teilnehmer auch sehen, wenn hier weitere Teilnehmer im Konferenzraum sind. Sie können auch jederzeit ein Meeting aufzeichnen und diese Aufzeichnung den Teilnehmern dann im Nachgang zur Verfügung stellen. Wenn Sie den Teilnahmelink an verschiedene Personen verteilt haben, dann sollten nach und nach jetzt die Teilnehmer eintrudeln, wie wir bereits gesehen haben, dann über Bestätigen hinzufügen. Wenn Sie Teilnehmer vergessen haben einzuladen oder sich kurzfristig noch weitere Teilnehmer gemeldet haben, dann können Sie ganz einfach über andere einladen auch weitere Teilnehmer hinzufügen. Entweder Sie kopieren noch einmal die Meeting-URL und schicken diese an die Person per WhatsApp, per E-Mail etc. Oder Sie wählen über den Bereich E-Mail ein Standard-E-Mail-Programm aus und schicken dann per Mail an die entsprechende Person einen Link. Denken Sie daran, gegebenenfalls ein entsprechendes Passwort mitzuschicken, wenn Sie eines vergeben haben. Soweit alle Optionen und Einstellungen. Ja, damit kann das Meeting auch losgehen. Ein Tipp möchte ich Ihnen noch mitgeben, und zwar das Fenster, das sich ebenfalls im Hintergrund geöffnet hat. Dort können Sie weitere Einstellungen vornehmen. Sollte das Fenster nicht mehr sichtbar sein, können Sie auch über die Audioeinstellungen oder die Videoeinstellungen in dieses Formular gelangen. Entweder hier über Videoeinstellungen, entweder hier über Audioeinstellungen oder aber, wenn das Fenster im Hintergrund noch vorhanden ist, dann können Sie auch ganz leicht über die Einstellungen weitere Optionen erhalten. Dort können Sie unterschiedliche Optionen auswählen. Die meisten sind selbsterklärend, ob das jetzt um das Design geht. Was ganz nett ist, ist die Hauttonreaktion. Je nachdem, was Sie für ein Hauttyp sind, könnten Sie hier die Farbe nochmal variieren und ändern. Das hat etwas Auswirkungen auf Ihr Erscheinungsbild. Einen kleinen Tipp, den ich Ihnen aber noch mitgeben möchte, ist der virtuelle Hintergrund. Denn da können Sie ganz nette Effekte einfügen und sich so darstellen, auch wenn das Zimmer vielleicht im Hintergrund mal nicht so aufgeräumt sein sollte, dann können Sie hier auch wunderbar einen virtuellen Hintergrund einfliegen lassen, der einfach dazu führt, dass das Bild aufgeräumter, ruhiger aussieht und Sie können sich auch direkt an den Strand beamen in Zeiten von Social Distancing und Reiseverboten, auch mal ganz nett. Bitte nicht übertreiben, ich finde hier die Wellen und der Wind, das ist schon sehr auffallend, das lenkt schon sehr ab.
Sie können aber auch jederzeit über dieses Plus hier oben ein eigenes Bild in den Hintergrund laden und können so Ihr Zimmer im Hintergrund ausblenden. Wenn Sie zufrieden sind mit Ihrem Hintergrund, ich nehme jetzt mal das Gras, dann können Sie das Fenster einfach schließen. Und wenn Sie dann in Ihrem Präsentationsfenster das Video starten, dann ist das Ganze auch so, wie Sie es ausgewählt haben. Ansonsten hoffe ich, Sie konnten mit dieser Anleitung etwas anfangen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihr erstes eigenes Zoom-Meeting aufzusetzen und auszuprobieren und freue mich, wenn Sie damit mehr Mut gefasst haben, das auch mal auszuprobieren. Weiter im Video geht es jetzt gleich mit ein paar Rahmenbedingungen und einer schönen Abschlussrunde. Wenn Sie soweit mit dem Webinar dann durch sind und das Webinar beenden möchten, fahren Sie einfach mit Ihrer Maus auf den Bereich Meeting beenden und bestätigen Sie das aufklappende Bild, das Meeting für alle beenden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die BAG Selbsthilfe und wie gesagt, schauen Sie auch in den Leitfaden der BAG Selbsthilfe. Ganz viele gehen jetzt die ersten Schritte, seien Sie damit dabei und lassen Sie uns digital näher zusammenrücken und die ein oder andere virtuelle Umarmung verteilen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg und Spaß beim Umsetzen.